Hallöchen und willkommen zu einem neuen Video. Ich nehme euch heute mal mit und zeige euch, wie ich Klamotten umnähe und verändere, damit sie mir besser passen. Und ich hatte ein paar Sachen, die ich schon seit längerem im Schrank rumliegen habe. Und heute habe ich endlich die Zeit gefunden. Und genau, ihr seid dabei. Das ist die Jacke, die ich heute umändern werde, und zwar die Polster. Ich habe schon ein bisschen was daran gemacht, aber ich habe es nicht gefilmt. Also wie ihr seht, habe ich hier schon die Naht rausgenommen und das Polster ging bis hier und dann habe ich es etwas geschnitten und ich gucke mal, wie weit ich es noch rausnehmen kann, ohne dass die Jacke auseinanderfällt. So viel habe ich abgeschnitten und ich glaube, jetzt müsste man es auch besser tragen können. Da diese Jacke aus der Männerabteilung ist, werde ich hier die Ärmel etwas umnähen, damit sie mir auch gleich besser passt. Dafür muss ich dann einen Knopf abnehmen, um das alles umzukrempeln. Ich habe hier gerade ein Loch entdeckt und man sieht es zwar nicht besonders, aber es stört mich irgendwie. Und ich glaube, ich werde versuchen, das zuzunähen oder wenigstens irgendwie zu überstecken. Ich habe jetzt das Loch wieder zugenäht und man kann es eigentlich kaum sehen. Also ich muss auch die ganze Zeit suchen. Hier. Okay. Aber man kann es eigentlich kaum sehen und ich bin echt zufrieden damit. Die Jacke aus, nachdem ich die Schulterpolster etwas geschnitten habe und getrimmt habe, und jetzt passt es auch gleich viel besser und ist zwar noch ein bisschen gepolstert, aber ich finde es gut und deswegen lasse ich es so. Ich habe jetzt 5 cm von der eigentlichen Naht markiert und ich hoffe, dass es dann besser passt. Ich habe jetzt beide Seiten genäht und ich probiere es gleich mal an. Wie man sieht, habe ich hier entlang genäht und es sitzt immer noch locker, genauso wie ich es haben wollte, aber nicht so locker, wie es vorher war. Und ich möchte das etwas kürzer haben, deswegen werde ich ein ganzes Stück davon abschneiden. So, ich habe jetzt hier entlang genäht, damit ich immer noch diesen Saum dran habe und man sieht gar nicht, dass es verändert wurde. Weil ich noch ein bisschen Stoff übrig habe von der Weste, habe ich beschlossen, mir einfach einen Stirnband zu nähen. Und wer weiß, wie es am Ende aussieht, aber ich hatte einfach Bock darauf. Ich habe das Band gerade fertig genäht und ich probiere es gleich mal an. Ich habe diese Jeansjacke noch in meinem Schrank gefunden und sie ist zwar ganz cool und so, aber etwas langweilig. Deswegen wollte ich sie ein bisschen aufpeppen und hinten irgendwas auf dem Rücken tun. Also mein Plan ist es, in jeder Ecke Klettverschluss reinzunähen, damit ich dann jedes Mal so ein Stück Stoff austauschen kann mit verschiedenen Bildern und halt genau Sachen hier drauf. Ich habe an jeder Ecke Klettverschluss angebracht und es hält bis jetzt eigentlich ganz gut. Und das nächste, was ich machen werde, ist das hier anzumalen. Thank you.
So, die Jacke ist noch nicht ganz fertig, aber das ist jetzt, was ich schon gemacht habe. Und es sitzt sehr gut. Es geht nicht leicht ab, was ich sehr gut finde. Das ist sehr praktisch. Und ich werde auch ein bisschen dran arbeiten, bis sie dann komplett fertig gemalt ist. Und dann kann ich auch schon die Bilder hinten auf der Jacke austauschen, wie ich möchte. So, nach 2 Tagen habe ich endlich dieses Bild hier fertig und wegen dem Klettverschluss kann ich es auch gleich an die Jacke ranmachen.